Willkommen in Rift und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nein, danke. Warum ich auch immer wieder in die Abschieds... Maven Schwarzdorn hat bei der Diebesgilde großen Einfluss. Ja. Wenn sie nur einmal mit den Fingern schnippt, landet ihr womöglich im Gefängnis von Rifthorn. Oder Schlimmeres. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Ich weiß. Ich will nur nicht, dass ihr geht. So, der Meister ist zurückgekehrt. Ihr seid neu in der Stadt, was? Nee. Ganz sicher zum Angeln hier. Joa, ich bin zum Angeln hier. Seht ihr denn? Sehe ich so aus, als würde ich angeln? Beinahe wäre ich abgesoffen. Alter, wie oft waren wir schon lange hier? Und dann waren wir seit zig Folgen nicht mehr hier. Das ist schon der Wahnsinn. Die müssen mittlerweile denken, ich bin tot. So oft war ich nicht mehr hier. So, mal gucken, ob Skyrim wieder abschmiert. Das wäre dann das dritte Mal. Ah, hier mache ich doch... Hier mache ich doch das Licht an. Aber die Leichen liegen sie immer noch hier, ne? Der ist aber besonders leicht. Schau da ein. Echt? Ich muss eben die Leichen wegräumen, die liegen ja schon die ganze Zeit rum. Oh, guck mal, sie kuscheln. So. Ja, das ist doch die beste Pose überhaupt. So, das muss Klaus aus der Werbung sein. Da gehen sie mal wieder ein paar neue Stellungen ausprobieren. Ragtfleckung. Okay, die betrunkene Flacke. Oder so ähnlich. Regit, Flagin. Auch wenn ihr einer von uns seid, macht ihr lieber keinen Ärger. Halt's Maul, ich bin ein Boss, Junge. Mir egal, ob ihr der beste Freund des Gildenmeisters seid. Wenn ihr etwas versucht, zertrümmere ich euch den Schädel. Halt's Maul. Sonst... Die Leute scheinen nervös zu sein. Das macht mich nervös. Oh oh. Da. Das ist nicht gut. Ihr benötigt Gold. Ich habe immer noch eine ganze Reihe Aufträge. Wenn ihr euch etwas mehr Geld verdienen wollt, darf ich euch einen Rat geben. Nehmt jede Arbeit an, die ihr bekommt. Sonst endet ihr in der Gosse. Wir können das mal tatsächlich irgendwann in Anspruch nehmen von ihm. Langweilt ihr euch? Würdet ihr etwas für mich erledigen? Oh Gott, die haben ja so viele Aufträge noch. Und wir haben das noch nicht. Gebt jetzt nicht auf. Dort draußen wartet jede Menge Beute nur darauf, dass sie sich jemand schnappt. Nun, ihr scheint euch hier unten gut einzufügen. Ich kann euch erlauben, ein Stück eurer Gildenrüstung einzutauschen. Welches soll es sein? Natürlich. Das neue Teil verbessert eure Fähigkeit mehr als das... Pech für euch. Kommt wieder, wenn ihr mindestens ein Teil habt. Gut. Galatiel, ich speichere mal komplett. Ja, boah, wie viele Stunden sind wir hier schon drin? 295, ja, nicht schlecht. Wollt ihr etwas von mir? Wisst ihr eigentlich genau, was ihr da macht? Ich war nicht immer eine verlumpte Bettlerin. Ich habe meine Kunst von den Meistern des Fleischformens gelernt. Fleischformens? Ich habe an der Fakultät der Chirurgen in Wolkenruh gelernt. 3 Jahre lang wandelte ich unter den hohlgesichtigen Männern von Nohutogra. Der Adel des Reiches und des Bundes zählt zu meinen Kunden. Und doch bin ich so tief gesunken.
dass ich mich vor einem Wanderer in den Abwässern der hinterletzten Provinz rechtfertigen muss. Ich habe erfahren, dass ihr das Aussehen einer Person verändern könnt. Es verändern? Ich kann euer Gesicht neu machen, wenn ihr es wünscht. Ich übe meine Kunst aber nicht umsonst aus. Ich bezweifle, dass ihr euch meine Dienste leisten könnt. Euch umhüllt der Geruch eines Vagabunden. 1000 Goldstücke, da lache ich doch drüber. Ja, ich möchte mein Aussehen verändern. Nun gut. Sagt mir nur, was ihr wünscht. Weder das Schöne, noch das widerlich Entstellte liegt jenseits meiner Fähigkeiten. So. Toll. Irgendwas stimmt hier nicht. Seht ihr, meint ihr nicht auch? Ah. Ja, fertig. Genau genommen habe ich nichts geändert, warte mal. Ich lade mal wieder, dann habe ich die 1000 Gold wieder. Und dann muss ich mal eben diesen Mod abschalten. Weil ehrlich gesagt, das ist nämlich der Grund. So, wo war die Mod? Face to face, bla bla bla. Bla 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 bla. Ja, kann ich den ausschalten? Ihr braucht etwas. Es verändern. Ich übe meine Kunst aber nicht. Jo. Nun. Das sieht doch schon besser aus. Gut, wir können unsere Haut... Wir können alles machen. Gut. Ich würde aber sagen, wir könnten uns ja eine Narbe zaubern. Wie Lungen eigentlich aussieht, ne? Es geht ja mehr eigentlich um die Haare und Augen. Genau genommen soll er nämlich die Augen ändern. Boah, das ist awesome. Wer ist der Vampir? Ich habe die Zeit gesehen. Teilweise diese Augen. Warte mal. Die rechts sind doch, glaube ich, aus der Mod. Und die hätte ich. Boah, awesome. Lungen hat, glaube ich, normalerweise blaue Augen. Oder braune. Aber ich glaube, ich habe meine Augen gerade gefunden. Die hier. Ja, die sind gut. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Haare. Wie sieht es mit Haaren aus? Ist, ganz an, ist natürlich an den Haaren herbeigezogen. Und das erinnert mich ein bisschen an so einen Schauspieler. Von Herr der Ringe. Das hat überhaupt nichts mehr mit Logan an sich. Sieht so aus, als würde ich gar nichts an, aber Logans Irokese ist einfach sein Markenzeichen. Ne, da ändern wir nichts dran. Die Augenfarben waren mir allerdings ganz wichtig, dass wir die ändern. Jetzt machen wir einen Bart. Von Sonnenbart zum Vollbart. Ja. Der neue Weihnachtsmann sieht so aus. Hey, wir können
Oh Gott, das sieht so hässlich aus. Und das erinnert mich so ein bisschen an Bioshock. Der Logan ist ein leichter Vollbartträger, also so. Das war eigentlich schon in Ordnung. Das kann man so lassen. Haarfarbe. So, wird sich nie ändern. Bleibt. Wobei, wir könnten ja sagen, Logan ist ein bisschen älter geworden. Bis jetzt habe ich den Mund verändert, ne? Verdammt. Toll, wie sieht der denn jetzt aus? Ich habe Logan verunstaltet. Na super. Nur weil ich mich verklickt habe. Geil. Das heißt, ich darf nochmal laden. Sagt mir nur, was ihr wünscht. Ach, leck mich doch. Ein Und. Oh, Button fehlt. Ich sagte, ein Undo-Button fehlt, verdammt. Jetzt habe ich den Autosave geladen. Weil ich glaube, der Quicksave war korrupt. Deswegen speichere ich nochmal. Und ich habe, ich hoffe, das hört man jetzt nicht, die Lüfter von der Grafikkarte ein bisschen hoch. Wenn ihr einer von uns seid, macht ihr lieber keinen Ärger. Hochgedreht, weil ich glaube, dass er vielleicht zu heiß wird. Weil 50 Grad für eine Grafikkarte ist eigentlich nicht heiß. Der wird bei TSO wieder heißer. So. Sprecht schnell. Halt's Maul. Toll. Face to face. Gib mir einen Punch. Und den Bong. Nochmal speichern. Nochmal anspringen. Halt's. Ich übe meine Kunst, aber bla, nicht bla, bla, umsonst. Ja. Halt's Maul. So. Gib mir nur die Augen. Weil Logan hat echt zwei verschiedene Augenfarben. Seht ihr das? Die sind auch ein bisschen dunkel. Aber schon passt eigentlich schon ganz gut, dass ich die verändere. Ich wollte die gerne in Gelb haben. Weil Logan ist ja Vampir und Werwolf-Hybrid. Deswegen passt das schon ganz gut. Das reicht mir eigentlich schon. Das sind 1000 wert. Logans Mund. Das ist so ein bisschen abstehend. Aber auch er schimmert so ein bisschen, ne? Ist interessant. Vampire haben also so einen Schimmer drin. Nun gut. Sagt mir nur, was ihr wünscht. Weder das Schöne. Noch das widerlich Entstellte liegt jenseits meiner Fähigkeiten. Die Augen sieht man aber nicht so richtig. Ihr müsst mir einen Gefallen tun, Heuler. Klar, Tom. Kein Problem. Seine Augen leuchten nicht. Tja, ist dann halt so. Leute scheinen nervös zu sein. Eine neue Waffe schnüffelt in der Brauerei herum. Könnt ihr euch darum kümmern? Ihr benötigt Gold. Quietsch. Ich habe vielleicht Arbeit für euch. Das verspreche ich. So. Jetzt will ich mein Geld holen. Ab in die Zisterne. Ey, der stößt mir das Spiel mehrmals hintereinander ab. Ich glaub's nicht. Ich glaube, es sagt. Haben der fehlt noch, ne? Mache ich das oder mache ich das anders? Danke. Ich hoffe, das wird mit YouTube ein bisschen oder mit, wie nennt man das andere? Photoshop. Ein bisschen besser. Ja, Börschchen.
Braucht ihr etwas? Wie geht's der Gilde? Ich sagte, wie geht's der Gilde? Seht euch um. Habt ihr die Gilde schon einmal in solch einem guten Zustand gesehen? Seit Mercer frei fort ist und wir in ganz Himmelsrand an Einfluss gewinnen, wird die Gilde respektiert wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ich bin mehr als stolz auf die Diebesgilde und ihren neuen Gildenmeister. Danke. Und jetzt schafft uns etwas Gold heran, Würschchen. Lass mir mal eben die Bilanzen checken. So. Schön, euch zu sehen, Würschchen. Wie geht's? Ganz gut. Könnt ihr das auch aktivieren, das Geschäftsbuch? Anscheinend nicht. Siehst du, er lässt mir sogar freie Hand hier. Ich kann es nur nicht aktivieren. Oder bringt das mir jetzt irgendwie Boni? So nach dem Motto, ja, du hast es aktiviert. Ne. Wahrscheinlich könnte man so Bilanzen checken, fälschen. Bilanzen checken. Da ist immer noch alles leer. Was ist denn los hier? Wo ist mein Schatz? Brünjolf! Die Dinge wenden sich hier wieder zum guten, Würschchen. Ja, wir können einen Moment reden. Ja, wir können einen Moment reden. Gut. Wartet mal, wie fandet ihr meine Idee? Die Idee ist gut. Doch seine Arme waren zu kurz. Die Zähne sind ganz schön spitz. Tut bestimmt weh. Siehst du, gelbe Augen. Heilige Scheiße. In eine Höhle, nur weg von hier. Ich darf das nicht so machen. Aber dann sieht's so aus. Ist das nicht herrlich? Ah. Ah, meine Augen. Hier wird nicht rumgetrödelt. Ja, ich sehe nichts. Boah, wir werden ja richtig blind. Warte mal. So. So, wir machen uns auf den Weg. Und zwar Florentius finden. Der ist nämlich in der Nähe. Mach die Tür auf. Ich dachte gerade, da links steht ein Dino. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben ein Problem. Dovahkiin. Salavinus Farin, irgendwie so. War dein Vukul. Aladabas Fall. Vampir, wo? Drache. Das ist kein. Es muss etwas schneller gehen. Die Sonne tut meiner Haut nicht gerade gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Ich werde vorschlagen. Aktivieren oder? Ach, egal. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der aktiviert. Aktiv wird. Ach, lassen wir ein bisschen rumkreisen. Er tut eigentlich nichts. Passt schon. Und in der nächsten Folge werden wir Florentius finden. Und hoffentlich klappt's. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.
gelbe Augen. Bis dann.